Was geht ab, YouTube? Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute wieder zusammen Minecraft Farming Valley zusammen mit dem Freezy, dem Basti, dem Bunny und dem Ranzer. Schämst du dich eigentlich nicht, meine Anmoderation zu klauen? Mahlzeit. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Moment. Ja, das wird mein zweiter Death. Ich gehe kaputt hier. Scheiße. Ey, regenerier Leben. Oh je. Yeah. Noch lebst du ja. Noch. Die Frage ist nur, wie lang. Ey, komm, geh drauf, bitte. Oh. Ja, Freezy, du bist draufgegangen. Ace Pan again. Freezy won a shot by Skelet. Mann. Hast du ein Glück, da wir ja keine Grabsteine haben, ne? In diesem Modpack haben wir ja Keep Inventory angelassen. Ach so. Oh, lol. Du hast ja ein Diamantschwert. Ja, aber die haben so. Ich weiß nicht, was da los ist mit denen. Die haben so viel Leben. Ich hau da drauf. Gegangen, komm was runter. Aha. Ohne Scheiß. Da war ein Creeper und ein Skelett. Das war wahrscheinlich ein Gatling-Skelett. Ja. Ein Zombie. Zombie ist gestorben, aber anderen. Die wollten nicht. War kein Fall. Ich hab mal wieder den geilsten Bug überhaupt. Ach, schade, jetzt ist er vorbei. Ja. Wow. Doppeltes Inventar. Jetzt! Stirb! Tot! Und noch so ein Bombenskelett. Soll ich dir jetzt zur Hilfe kommen? Freezy? Verdammt, der ist problematisch, er ist schon vorbei. Ja. Freezy, wir lachen dich nicht aus. Ja, wir lachen dich an. Ja. Wir lachen mit dir. Ich verstehe das nicht, ey. What the heck ist denn hier für eine Hütte? Sag ich mir auch. Leere Kiste. Blöd. So viele Kreuze also, auf der Minimap. Geh hier nicht kampflos. Wie viel kostet eigentlich so ein scheiß Stab, sagt Bunny? Könnte ich dir jetzt noch nicht mal großartig sagen, gerade auf den Kopf. Weil du bist ein Huni. Ich glaub 2000. Das ist teuer. So. Erstmal hier die. Denn jetzt? Hey, was soll das denn jetzt? Ach, du bist ein leuchtender Kürbis. Kaktus weg. Wie mach ich nochmal die Dinger weg? Todespunkte. Ja. J war es bei mir. Waypoints und dann kannst du da deine Todespunkte löschen. Gott, mir ist doch nix. Drück doch mal M. M. Dann hast du oben so ein Fähnchen. Ja. Mit Wegpunkte. Da kannst du sie löschen. Mhm. So. Da geht's auch noch rein. Hütte, ja, da ist auch nichts drin. Da findet man schon mal ein Dörfchen, ne? Und das ist. Vorstadt hat's geplündert. Wenn ich Pech habe, ja, aber ich glaube nicht. Dann wäre er sehr, sehr weit gereist. Das traue ich Vorstadt doch sogar noch zu. Nee. Aber hier waren noch so einigermaßen schöne Sachen drin, in dem Sinne dekorationsmäßig. Und hier soll nichts zerstört. Vorstadt mit. War ich in dem da hinten schon? Ja. Ach, Deadwoods. Ne, Deadwoods nehme ich diesmal mal nicht mit. Ach, ohne Risiko macht das Leben keinen Spaß. Aua! Hast du mich gehauen? Nö. Oh, wie süß. Ein Esel. Noch ein Esel. Ich glaube, die schlachte ich ab. Nee, warte. Kannst du mir einen Esel mitbringen? Wie kann ich die denn so mitnehmen? Kannst ein Maultier draus machen. Ja, ich will einen Packesel haben. Den nenne ich dann Randy. Randy? Ja, den nenne ich Randy. Aber wie kann man die Viecher denn steuern? Da brauche ich einen Sattel, oder? Ja, brauchst du, ja. Du musst den oder erstmal einreiten. Oder eine Leine. Oder eine Leine. Du musst den erstmal einreiten? Ja. Ja. Das heißt, tausendmal draufspringen, bis er mich nicht mehr abwirft, oder was? Steinkiste. Ja. Entweder das, oder du hast Zucker en masse. Okay. Da kannst du den auch normalerweise. Geht das bei Esel? Könnte ein bisschen dauern, bis ich den Esel vorbeibringe, obwohl, dann habe ich den ja, bringt er ja nichts mehr. Na gut, zum Reiten selber brauchst du eine Sattel, ne? Mhm. Aber Freezy? Ja. Die sind bei euch in der Nähe. Ja, was machst du bei uns in der Nähe? Fragen wir mal so. Pioniert. Nix. Diebstahl.
Ja, das glaube ich auch gerade. Beklaut eure Esel. Versteckt eures Zeug, ein Ranzer ist unterwegs. Ja, versteckt eure Esel, er kommt. So. Ach, da ist ja noch ein Esel. Blind brauche ich nicht. Aber haufenweise Kürbisse, die Melonen, die nehme ich mit. So, den nächsten Tag gehen wir einkaufen. Auch eine leere Kiste. Ich kann hier euch Kisten haben, was wir hier ist so viel Scheiße, alles. Also gute Scheiße. Alles, was Geld bringt. Ich habe eine Jukebox gefunden. Die ist wichtig. Absolut. Und die kannst du vielleicht auch mit verkaufen. Nee, kannst du glaube ich nicht. Aber soll ich aber sagen, ich habe ein Platzproblem. Ich habe eine Spinne. Ich habe ein Materialproblem. Was brauchst du denn jetzt? Du hast zu viel davon. Ja, zu viel Erde habe ich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kann man Kürbis verkaufen? Was? Breezy, das, was ich zurzeit brauche, also das farm ich gerade. Also ich glaube, das wird dann erstmal reichen. Okay. Wenn ich die ganzen Bäume abgefarmt habe. Die Eichenbäume. Ich hätte ja ganz gern. Oh, ich bin hier gerade am Haus. Was machst du denn da hier für eine Ritze hier? Kannst du. Können wir das nicht mit weißes Holz machen? Was denn? Die Ritze. Kacke, cool, die Truhe ist schon geplündert worden. Da war bestimmt cool, einer von eigentlich euch. Mit Dings, mit Holzstämmen hochmachen. Ach so, ja, okay. Weil wir können natürlich auch Birkenholz nehmen, wenn du welches findest. Ja, ist schon okay, mach mal. Ist alles voll okay. Ist gut. Oh, ich muss mal was trinken. Scheiß Zugstation gibt's keine von den Kisten, ey. Oh, es wird langsam Nacht, ich sollte mal wieder nach Hause gehen. Nacht? Noch Tag, hell. Ja. Also bis ich dann zu Hause bin, dauert dann ein bisschen, ne? Warum? Gut, ich hab mich doch ein bisschen verschätzt. So. Was hast du denn für Zeug? Meine Farm. Mal hier so ein paar Sachen. Dezent mit. Verschätzt, würde ich sagen. Warum? Inwiefern denn? Die Hälfte habe ich gerade mal mit dem Holz. Was für ein Holz brauchst du denn? Ja, ich brauche noch so ein paar Stacks Eichenholz. Ja. Bunny? Ja. Was machst du so Feines? Lauf durch die Gegend und experimentiere scheinbar mit Pfeilen rum. Also wenn ich mal auf prompt wieder zu Hause bin, dann weiß Bescheid. Dann bist du verreckt, ne? Nein. Ich werde mal was nachforschen. Oh yeah. Yeah. Geil. Was hast du gefunden? Besser als Gold. Ja, Mann. Nein. Weizen. Kannst du verkaufen. Scheiße, Hopper würde ich behalten. Was, Weizen kannst du verkaufen? Ja, was du findest, kannst du selbst verkaufen sogar. Was kann man alles aus Leder herstellen? Nur Bücher, oder? Ich glaube, es wird dunkel. Sachen. Ja, ich höre es, es ist dunkel wird. Die Villager, die drehen durch. Ja, ich sehe schon mal. Instinkt. Vanika, die will nicht mehr arbeiten. Nö, ich will schlafen. Gut. Dann. Genau wie Robin. Mach ich mit. Ranza. Ah, da ruft die Arbeit schon wieder. Ja. Könnt ihr mal aufhören, den Robert immer Robin zu nennen? Ich fühle dann auch mal angesprochen. Du bist auch Robin. Ja. Ja, die haben so ein Problem. Die nicht, er hat ein Problem damit. Ich hab kein Problem damit, nur ich fühle mich dann immer angesprochen. Okay, ich bin Batman. Wer will mal Robin sein? Okay, war gut. Goldgrube. Da muss was drin sein. Nein, ich will nicht schlafen.
Sollte nicht das Bett in der Hand halten. Oh, Kacke, ich sollte vielleicht gießen, bevor ich jetzt irgendwas anfange. Ah, das werde ich jetzt auch gleich machen. Nee, ah. Das ist natürlich hier simpel. So, wo komme ich jetzt? Nicht hier raus? Da raus? Wo sind die Gießkraft da? Darum? Da war das Gebäude, wo ich hin will. Da muss was drin sein. Sonst werde ich sauer. Wo ist denn hier ein Eingang? Achso, das ist Glas. Wir haben den Eingang zugebaut. Hast du mein Leben, ey. Wer hat den Eingang zugebaut? Ich. Ja, die offizielle Tür ist jetzt in den Baum. Genau da, wo die Tür sein sollte, ist ein Baum gewachsen. Noch mehr davon. Ja, Talab. So, die haben wir schon mal. Da. Oh, Scheiße. Hast du das falsche Wort gewählt? Hm? Ich dachte Scheibenkleister. Er rennt da bei uns rum. Aha, Anni. Ich will in die Stadt Geld ausgeben. Ey, Freezy. Mit so Fight, Mann. Hier auf meiner Straße. War voll das Straßenkind hier, ne? Nicht hier so Ghetto. Ach, und so. Dir. Mehr so Sesamstraße. Ich hab was für dich. Ich wollte dir gerade was geben. Oh, zeig mal ein bisschen. Oh, lecker Fleisch. Danke für Friedensangebot. Ich mag dich wieder. Tschüss. Darf ich die Kirche abfackeln? Du machst gar nichts. Da wirst du. Die Kirche muss noch stehen bleiben. Da wirst du noch mit Robert heiraten. Das kannst du aber vergessen. Da kannst du sowas von knicken. Was ja, gibt's doch Schweine, die du heiraten kannst. Hansa. Ich will ja nicht in deine Familie rein, ne? Boah. Alter, ey. So, hier erleben wir mal den Finale des Beefs. Sorry, aber der musste sein. The Beef is real. Das war mal eine perfekte Vorlage. So, klauen wir hier mal noch die... Kannst du auf was denn Holz kann man verzichten? Was, welches? Ich lass mal Akazie da. Akazie haben wir bei uns, ne? Was? Oder wie das Zeug heißt. Was haben wir bei uns? Akazie, ne? Die haben wir doch auch da irgendwo, ne? Weiß ich nicht. Nehmen wir jetzt mal ein bisschen Kohle mit hier. Dass ich immer mal neue Fackeln brauche. Ach du Kacke, der hat ja schon eine Rüstung. Basti, ach, Basti, ich will einmal was ausprobieren. Basti, nein. Ich schwöre. Ohne Witz. Sie hat mich schon runtergehauen. Was jetzt? Ich schwöre auf alles. Nur ja. ein einziger verschissener Schlag. Nee. Mehr nicht. Garantiert nicht. Doch, Mano. Und schlag ich dich. Ey, du bist so eine Fotze. Lass es, Mann. Okay. Oh, der lacht wie ein Mädchen. Ja. Im Hinterhalt, ich komme, ich hole dich, ich sag es dir. Du weißt doch niemals, wo ich wohne. Doch. Nee. Der war schon mal raus, gestorben. Ach, Kacke, der weiß das, ja. Der war schon mal da, keine Sorge. Ja, stimmt, da hat er mich schon mal die ganze Zeit mit Vorschaut abgemurkst. Aber kannst du mal die Folge abmoderieren, eben ganz schnell? Kann ich machen. Gut, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Jungs! Ciao! Ciao.